Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Talk im Turm, im Restaurant Uniturm. Schön, sind Sie da. Im roten Bereich Krisen, Konflikte und ihre Lösungen ist das Thema des heutigen Abends, der heutigen Diskussion. Wir wollen in der nächsten Stunde über Krisen sprechen, die uns im Leben heimsuchen und darüber, wie wir diese Krisen erfolgreich bewältigen können. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Ich begrüße zum einen gleich neben mir Alexandra M. Freund. Frau Freund ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Zürich. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich damit, wie erwachsene Menschen heikle biografische Übergänge meistern und worüber sie dabei stolpern können. Zum anderen begrüße ich Markus Landolt. Markus Landolt ist Professor für Gesundheitspsychologie an der Universität Zürich und gleichzeitig leitender Psychologe am Zürcher Kinderspital. Dort hilft er schwer verunfallten Kindern und ihren Eltern, Wege aus der Krise zu finden. Das Gespräch wird von meinem Kollegen Thomas Kull und von mir, Roger Nickel, moderiert. Wir sind die Redaktoren des Magazins der Universität Zürich. Das Magazin ist auch für dieses Gespräch Hintergrund. Wenn Sie also mehr zum Thema Krise, verschiedene Krisen auch und ihre Lösungen erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen dieses Magazin. Herr Landolt, wie wir gerade gehört haben, helfen Sie ja Menschen, also Familien, deren Kinder schwere Verletzungen haben, die dann eine Krise erleben. Diesen helfen Sie dann, aus dieser Krise rauszufinden, wie das geht. Jetzt zum Auftakt möchten wir von Ihnen aber wissen, was wäre denn so die erste persönliche Krise, die Sie selber erlebt haben und an die Sie sich heute noch erinnern können? Also dieser Zusatz, an die Sie sich heute noch erinnern können, ist wahrscheinlich wichtig, oder? Weil als kleines Kind hat man ja wahrscheinlich viele akute Krisen, wenn man was nicht kriegt und wenn man irgendwie unzufrieden ist im Moment, aber das vergisst man ja wieder. Das Erste, was ich mich erinnern kann, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin in Afrika aufgewachsen, in Ghana, da geboren. Und ich habe da mit meiner Familie gelebt, zwei jüngere Brüder, meine Eltern. Und es war eigentlich immer klar, wenn wir dann in die Schule, in die Oberstufe kommen, also aus der Primarschule raus, so mit 11, 12, dass wir dann zurück in die Schweiz kommen. Und das, ich war der Älteste und das wurde dann so, als ich 10, 11 Jahre alt war, wurde das aktuell. Und das hat dann, meine Eltern haben mir das erzählt, ungefähr ein Jahr vorher, war vielleicht in der 4. Klasse. Und wir sind dann in die Schweiz, wir kannten die Schweiz nur aus Ferien, so ein paar Wochen, wir hatten da keine Freunde außer Familie, jetzt als Kinder. In Afrika war das Paradies, wir waren immer draußen, hatten alle unsere Freunde und so. Und dann wurde uns das mitgeteilt und das war für mich dann schon eine sehr schwierige Situation. Und ich habe dann, ich kann mich gut erinnern, im Sommer, als wir in der Schweiz waren, habe ich dann akut so eine Kälteallergie gekriegt. Das tönt jetzt sehr seltsam, aber das war tatsächlich so, dass ich dann, wenn ich rausging und es musste wirklich nur etwa 20 Grad oder kälter sein, das war es ja in der Schweiz im Sommer fast immer, oder? Habe ich schon einen Ausschlag gekriegt und meine Eltern haben mich dann zur Kinderärztin gebracht und ich weiß noch, wie wenn es gestern war, ich musste dann auf diesen Untersuchungstisch liegen und die Dame ist da mit Eiswürfeln gekommen und hat mir also Eiswürfel auf den Bauch gelegt und hat dann geschaut, ob ich einen Ausschlag kriege. Ich habe keinen gekriegt, das war dann etwas seltsam, sie konnte mir dann nicht helfen. Aber ein Jahr später, als ich dann in die Schweiz kam und hier Freunde gefunden habe, mich eingelebt habe, hat sich das von alleine wieder gegeben. Und die Krise auch, die Angst im Voraus, ich habe mich dann gut eingelebt. Und das ist eigentlich die erste Krise, an die ich mich jetzt noch erinnere, so detailliert. Und was würden Sie denn sagen, was hat denn diese Krise jetzt ausgelöst? Dieser Wechsel natürlich. Also ich meine, man wurde aus einem Umfeld, wo man aufgewachsen ist, wo man seine Freunde hatte, musste man weg in ein neues, unbekanntes. Man war ein 11-jähriger Junge. Man hatte keine Ahnung, was auf einen zukommt. Oder? Und das war sicher der Auslöser der Krise. Das hat sich dann sozusagen körperlich manifestiert. Genau. Also ich nehme jetzt mal an, dass das aus meiner heutigen Sicht eine psychosomatische Reaktion war. Oder? Mhm. Was sich dann erledigt hat und ich hatte nie mehr Kälteallergie. Und heute kann ich tatsächlich in die Berge und muss nicht mal eine Mütze anziehen. Kriege keinen Ausschlag mehr. Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Freund? Was ist die erste Krise, an die Sie sich
erinnern können? Also bei mir war es so, dass ich, wir sind sehr viel wandern gegangen, als ich ein Kind war. Und wir waren wandern, wir sind im Kleinwalsertal. Wir kehren ein, machen Pause auf einer Hütte. Ich war so 4, 5. Ich gehe auf die Toilette alleine, ohne jemandem Bescheid zu sagen, schließe mich ein und ich komme nicht mehr raus. Und ich gerate also in absolute Panik da als Kind auf diesem kleinen Toilettenkabuffchen, versuche da rauszukommen und merke, wenn es drauf ankommt, bist du alleine. Diese Isolation, dieses Gefühl von, du kommst hier nicht raus, du bist hier gefangen und dir kann letztendlich niemand helfen. Mir hat dann natürlich jemand geholfen, es kam jemand durch das Fenster durch und hat dann die Toilette von innen geöffnet. Aber das, ja, das hat das dann nachgehallt, diese Erfahrung, die Sie da gemacht haben, dieses allein auf sich gestellt sein? Es hätte nachhallen können, die Geschichte hat nur einen Haken, sie ist nicht wahr. Warum erzähle ich das? Nicht, weil ich hier alle an der Nase herumführen möchte, sondern ich habe jahrelang geglaubt, dass die Geschichte wahr ist. Aha. Ich habe die geträumt, höchstwahrscheinlich. Und es ist kein seltenes Ereignis, dass wir uns an Dinge erinnern, die so nie passiert sind. Aha. Die wir vielleicht geträumt haben, die uns vielleicht erzählt wurden. Und wir haben irgendwann das Gefühl, das ist unsere Geschichte. Und wenn wir sie da auch noch häufiger wieder erzählen, machen wir sie uns zu eigen. Und es gibt Forschung dazu, die zeigt, dass genau so ähnliche Geschichten, da geht es um das Verlorengehen in einer Shopping-Mall, in einem Einkaufszentrum, relativ leicht Kindern eingepflanzt werden können als falsche Erinnerung. Es ist eine krisenhafte Erinnerung. Und das zeigt, dass wir uns unter Umständen an kindliche Krisen erinnern, die so nie stattgefunden haben. Also, die müssen gar nicht real sein, die können auch fantasiert sein. Genau. Also das heißt im Prinzip auch, sie sind sehr wahrnehmungsabhängig auch. Genau, sie sind sehr wahrnehmungsabhängig. Ein anderer Grund, warum ich das erzähle, ist, wir mögen Narrative, und das kommt in die Wahrnehmungsabhängigkeit. Wir mögen Narrative, wir mögen Geschichten, die einem bestimmten Muster folgen. Mhm. Und eine krisenhafte Zuspitzung, die sich dann auflöst, ich hätte die Geschichte jetzt auch noch weiterspinnen können und sagen können, und da letztendlich ist der Grundstein gelegt worden, warum ich Psychologin geworden bin, weil ich anderen Personen das Gefühl geben wollte, dass sie nicht alleine sind auf der Welt und dass sie die Ressourcen haben, auch wieder sich weiterzuentwickeln. Das ist ein Narrativ, das sehr beliebt ist und das wir alle mögen. Wir alle mögen unsere Lebensgeschichte in einer Weise zugespitzt haben, die nachher auf etwas herausläuft, was positiv ist. Mhm. Und das ist übrigens ein Narrativ, das auch gut untersucht ist, von einem amerikanischen Kollegen namens Dan McAdams an der Northwestern University, der sich genau solche Verläufe anguckt. Vielleicht kommen wir im Verlauf des Gesprächs dann. Jetzt bei Herrn Landolt war es ja so, dass es nicht geträumt wurde, diese Krise, die hat real stattgefunden. Er hat diesen Wechsel gemacht aus einem ganz anderen Kulturkreis in die vermeintliche Heimat, hat diese auch physische Symptomatik entwickelt. Gibt es da etwas jetzt aus Ihrer Sicht, Frau Freund, etwas Typisches an der Krise, die jetzt Herr Landolt durchlebt hat? Ja, es ist typisch insofern, als es überhaupt erstmal eine Krise darstellt. Eine Krise ist nicht eine kurze Herausforderung. Das ist eben nicht mal kurz hinfallen, sich am Knie wehtun und drüber zu weinen. Das ist keine Krise, sondern eine Krise ist natürlich, wenn wir in einer Situation sind, die unsere Fertigkeiten damit umzugehen, dauerhaft übersteigt. Und ein Kind, das in eine neue Kultur reinkommt, die es nicht kennt, das seine Freunde verlassen muss, das ist halt natürlich krisenhaft, denn das ist nichts, was man leicht bewältigen kann, wo es auch nicht leicht mal hilft zu sagen, du schaffst das schon. Das hilft natürlich dem Kind zu sagen, du schaffst das schon, aber es geht natürlich tiefer als kurze Herausforderung. Es ist eine dauerhafte Herausforderung, die die eigenen Ressourcen übersteigt. Und insofern hat es etwas Allgemeines, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, hat es dieses allgemeine Krisenmuster. Und ist es jetzt bei Ihnen, jetzt haben Sie uns vielleicht auch mit dieser Krise an der Nase rumgeführt, wenn Sie sagen, Krise ist etwas Längerfristiges und das mit dieser Toilette, das war ja dann schnell auch wieder vorbei. Was sagen Sie dazu, Herr Landolt? Hat uns Frau Freund, ich glaube, man muss unterscheiden. Was als Krise verkauft, das gar keine Krise ist.
Also man muss natürlich unterscheiden. Dieser Begriff Krise, der ist derart inflationär verwendet auch. Oder da gibt es die Finanzkrise, es gibt die Suizidkrise, es gibt die depressive Krise, es gibt alles Mögliche. Und man muss schon unterscheiden, wenn man über Krisen spricht, was man wirklich meint. Und ich glaube, man kann so akute Situationen, akute Krisen, man kann schon von solchen Krisen sprechen, die sich dann zuspitzen in einer Lebenssituation, wo man irgendwo am Schluss sagen kann, das ist ein Moment, zum Beispiel eine suizidale Krise. Oder wenn sich jemand wirklich am Schluss eines Prozesses umbringen will, in einer akuten Krise, dann würde ich den Begriff akute Krise vielleicht verwenden. Aber sonst ist Krise schon in meinem Verständnis etwas, was schon etwas Phasenhaftes ist, wo eine Entwicklung stattfindet oder eben nicht stattfindet, dass man in eine Ecke kommt, nicht mehr rauskommt, sich bedroht fühlt, sich entscheiden muss, was man jetzt tut. Und das ist nicht ein Moment, sondern das ist schon in meinem Verständnis eine Phase, ein Prozess. Ja, wenn ich kurz was dazu sagen darf, ich würde auch sagen, es kann ausgelöst werden durch einen Moment. Ein Unfall passiert im Moment und der kann lebensverändernd sein. So ein Ereignis, wäre es mir jetzt wirklich passiert, hätte lebensverändernd sein können. Sowas kann das Leben verändern und insofern kann es einen Wendepunkt darstellen, der langfristige Konsequenzen hat. Also das Ereignis kann kurzfristig sein, aber das, was es auslöst, das muss, um diesen Begriff der Krise, denke ich, zu rechtfertigen, muss etwas längerfristig sein. Da gibt es jetzt kein genaues definitorisches Kriterium, wo man sagt, nach einer Woche ist es eine Krise oder nach einem Jahr ist es eine Krise, sondern es geht, glaube ich, um wie tiefgreifend das wirklich ist. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass der Begriff ja eigentlich inflationär verwendet heute. Was sagen Sie über unsere Gesellschaft aus, dass wir ständig irgendwelche Krisen haben, die werden ja auch politisch instrumentalisiert zum Beispiel. Es wertet ja natürlich auch die Krise an sich ab, nicht? Wenn alles eine Krise ist, ist am Schluss gar nichts mehr eine Krise. Was sagen Sie dazu als Krisenspezialist? Ja, also das ist natürlich, die Medien spielen natürlich auch eine Rolle, oder? Also das ist auch die Skandalisierung und alles ist heute eine Krise. Und das ist tatsächlich so, dass dann Leute, die dann tatsächlich in Krisen sind, und in schweren Krisen sind, natürlich ein Problem kriegen damit, weil sie auch in einen Topf geworfen werden mit anderen Dingen, die eben, wenn man es so anschaut, eben nicht diese Dinge beinhalten, was du vorher gesagt hast, oder diesen Prozess, der dann angestoßen wird und der eben im guten Fall zu einer Entwicklung führen kann, aber der kann natürlich auch in eine Katastrophe münden, wenn er eben nicht bewältigt wird. Und deshalb bin ich eigentlich sehr skeptisch gegenüber diesem inflationären Verwenden dieses Begriffes. Also, und ich glaube, die Medien spielen da auch eine Rolle, weil heute passiert irgendwas und dann hören sie es überall, die Social Media, also überall wird das raufgetunt und dann wird aus den kleinsten Dingen wird was Dramatisches, oder? Und das ist für die Betroffenen manchmal, die dann wirklich eine Krise haben, ist das, glaube ich, nicht so einfach. Gut, wir haben uns jetzt beschäftigt mit Ihren persönlichen Erinnerungen, krisenhaften Momenten, realer und weniger realer oder fantasierter Natur. Die Frage ist eben, ob das dann nicht real ist. Das kann ja dann sehr wirkungsmächtig sein, so eine Fantasie. Wir möchten uns jetzt zwei konkrete Krisensituationen genauer anschauen, die auch zu tun haben mit dem, was Sie als Forscherinnen und Forscher untersuchen. Der erste Fall ist folgender. Eine Mutter ist in der Küche und kocht Pasta. Die vierjährige Tochter spielt in der Küche. In einem unbeaufsichtigten Moment macht sich das Mädchen am Herd, an der Pfanne zu schaffen. Die kippt um, das Wasser, das siedend heiße Wasser, verbrüht dieses Kind schwer. Die Mutter geht in den Kinderspital und dort, was passiert dort? Das ist ja eine Situation, mit der Sie sich beschäftigen. Was geschieht mit diesem Mädchen, mit dieser Familie, die da in den Kinderspital kommt? Ja, also zuerst mal ist das natürlich ein absoluter Notfall, oder? Also das Kind kommt über die Notfallstation, vielleicht mit dem Hubschrauber oder mit dem Krankenauto, Krankenwagen.
Und dann wird es notfallmedizinisch versorgt, es wird gleich operiert, also man wird diese Wunden reinigen, es kriegt eine Narkose und dann kommt es entweder, wenn es stabil ist, kommt es auf die Station, sonst auf die Intensivstation und dann wird es, je nach Tiefe dieser und Ausmaß dieser Verbrennung dieser Haut, wird es dann über Wochen bis Monate wird es im Kinderspital sein und wird eine doch sehr aufwendige und auch schmerzhafte, belastende Behandlung erleben, die darin besteht, dass man diese zerstörte Haut jetzt ersetzt, und zwar über verschiedene Phasen, je nachdem wie viel es dann ist, mit eigener Haut, die man an anderen Körperteilen entfernt und dann Kinder sind eingebunden, sind immobilisiert, sie müssen ruhig liegen, sie haben trotz Schmerzmedikamenten natürlich trotzdem Schmerzen, sie haben Ängste und irgendwann, wenn die Haut zu ist, ist das eben nicht vorbei, aber dann gehen sie nach Hause und dann haben sie die ganze Rehabilitation. Genau. Sie tragen den, ja. Wie gut ist das mittlerweile therapierbar? Sind da jetzt, wenn wir jetzt nur schnell noch auf dieser medizinischen Seite bleiben. Gut, der Spezialist sitzt da unten, der Dr. Schiesel, der leitende Arzt ist dieser Station. Die Medizin hat natürlich riesige Fortschritte gemacht, auch mit Hautersatz, gerade hier an der Universität Zürich und wo es auch jetzt einen klinischen Versuch gibt mit Hautersatz jetzt. Und ich glaube, man kann medizinisch heute die Kinder relativ gut behandeln. Trotzdem kann man nicht die Haut wieder so herstellen, wie sie gewesen ist. Also das heißt, dieses Mädchen, was Sie geschildert haben, das wird das Leben lang, wird das irgendwie an diesen Unfall erinnert, indem es eben Narben hat, indem es vielleicht funktionelle Einschränkungen hat. Ja, das ist das eine, diese körperlichen Einschränkungen und Spuren dieses Unfalls. Das andere, und das ist ja eigentlich das Gebiet, mit dem Sie sich beschäftigen und wo Sie ja auch ins Spiel kommen, ein solcher schwerwiegender Unfall hat, der schlägt auch psychische Wunden, seelische Wunden. Was sind die Folgen dann für die Seele eines Kindes, das so stark verunfallt, solche Verletzungen hat? Ja, es gibt bei diesem vierjährigen Mädchen, was Sie jetzt schildern, muss man natürlich zuerst mal sagen, das ist eine Belastung jetzt nicht nur für das Kind, das ist für die ganze Familie eine Belastung oder auch die Mutter, die da dabei gewesen ist, natürlich massive Schuldgefühle hat. Aber wenn wir jetzt mal beim Mädchen bleiben, oder, gibt es sicher drei Bereiche, die wichtig sind. Das eine ist das Erleben dieses Unfalls. Das kann dazu führen, dass man immer wieder Erinnerungen, Bilder hat, so wie Flashbacks, schon kleine Kinder, dass sie das ins Spiel einbauen, dass sie belastet sind durch diese Traumasymptome im eigentlichen Sinn. Dann kommt die Behandlung, die sehr invasiv ist, die lange dauert, die belastend ist. Und dann, wenn das Kind behandelt ist, dann hat es, wenn es nach Hause geht, ist es ein anderer Mensch. Es hat vielleicht Narben, man sieht ihm das an. Und dann gibt es Kinder, wir haben das in eigenen Studien gesehen, die dann stigmatisiert werden. Das heißt, die Gesellschaft leider eben, und es sind eben nicht andere Kinder, es sind vielmals eben die Erwachsenen, die starren diese Kinder an. Diese Kinder werden negativer beurteilt. Man schätzt sie als dümmer ein und so weiter, nur weil sie anders aussehen. Und das ist wieder eine Belastung, die dann natürlich andauert. Das kumuliert sich dann und verschiebt sich auch thematisch. Genau. Und das ist dann eigentlich eine chronische Belastung über längere Zeit, die man sich stellen muss. Wie sieht es bei den Eltern aus? Können Sie da vielleicht noch etwas dazu sagen? Die sind ja dann auch traumatisiert, sind auch wirklich in einer Krise, weil sie haben ja auch gesagt, also das Leben, das wird nicht mehr so weitergehen wie vor diesem Unfall. Also Eltern, die ein Kind haben, das einen Unfall erlebt, haben immer, immer Schuldgefühle, weil sie denken immer, egal wie das passiert ist, sie hätten ihr Kind schützen müssen. Also von dem her haben sie immer die Situation, dass Eltern extrem belastet sind durch das Gefühl, dass sie ihr Kind nicht geschützt haben. Und das kann schon dazu führen, dass Mütter, Väter massive Belastungen erleben, depressiv werden können über längere Zeit, weil sie werden immer wieder durch den Anblick des Kindes an diese Situation erinnert. Es ist nicht so, wie wenn das Kind einen Unfall hat, das Bein bricht und dann ist dieses, oder was sie da mit ihren Krücken haben, irgendwann ist es gut und sie gehen wieder herum und niemand weiß es mehr. Diese Kinder, jedes Mal, wenn sie es anschauen, kommt ihnen dieser Moment wieder in den Sinn. Und das ist für Eltern schon sehr, sehr, sehr schwierig. Sehr belastend auch. Ja. Und führt auch zu psychischen Reaktionen natürlich, ja. Ja. Bleiben wir mal so stehen, wie das dann weitergeht, wie man eben aus dieser Situation rauskommt, das wollen wir noch besprechen.
Kommen wir zum zweiten Beispiel. Es ist ein bisschen der leichtere Kost im Vergleich zu dem, mit dem Sie sich beschäftigen. Das wäre dann für Frau Freund das Thema. Und zwar ist es Herr B. Herr B. ist jetzt 65. Er hat immer viel und gerne gearbeitet, hat sich auch keine großen Gedanken darüber gemacht, über die Zeit nach der Pensionierung. Jetzt ist der Tag aber da, er wird pensioniert, sein Leben ändert sich, er verliert auch seinen wichtigsten Lebensinhalt. Was haben Sie das Gefühl, Frau Freund, kriegt er eine Krise, Herr B.? Also wenn er sich in der Tat niemals darum vorab gekümmert hat, was nach der Pensionierung passiert, wie sein Leben aussieht, wie der Alltag zu gestalten ist, und wenn das bisher sehr stark seinen Lebenssinn geprägt hat, gibt es eine gewisse Gefahr, dass er zumindest mal in ein Loch fällt, und das könnte sich zu einer Krise entwickeln. Also die Pensionierung ist in der Tat eines dieser vorhersagbaren Lebensereignisse, die nicht umsonst kritische Lebensereignisse heißen, kritisch wie Krise, weil sie eben sehr tiefgehende Veränderungen mit sich bringen. In dem Fall ist es eben so, man könnte sich im Prinzip darauf vorbereiten, aber viele tun es nicht. Gerade wenn es eben so ein Fall ist, dass die Arbeit alles ist und wenn das den Lebenssinn ausmacht, dann haben Personen auch eher die Tendenz, dieses Thema nicht vorab anzugehen. Aber wenn wir uns das anschauen, was sind denn Aspekte der Krise? Also was macht denn die Krise aus, wenn wir pensioniert werden? Wo trifft uns das denn? Es trifft uns in verschiedenen Bereichen, deswegen ist es so eine Transition, die sehr tiefgreifend ist. Unser Alltag erstmal, die Struktur unseres Alltags ist weg. Dieses morgens aufstehen, irgendwo hingehen müssen, Termine haben, abends nach Hause kommen. Das ist anders. Ich habe in der Zeit plötzlich gar keine Struktur mehr. Ich muss mir die Struktur selber neu suchen. Das klingt ein bisschen läppisch, das ist es aber überhaupt nicht. Das ist ja kein Urlaub. Ich komme nicht danach irgendwann wieder zurück zu der Arbeit, sondern da kommen die Tage, die dehnen sich jetzt aus vor mir. Die Arbeitskollegen fallen weg. Das ist für viele Personen ein ganz wichtiger sozialer Bezugsrahmen. Dann hat man auch auf der Pensionierungsfeier, ja, komm wieder. Aber wenn man wiederkommt, dann ist man auch sehr schnell aus den Arbeitsbezügen draußen. Man ist dann gar nicht auf Dauer gesehen so ein gern gesehener Gast. Es ist dann oft so, dass man dann auch nach 10 Minuten nicht mehr recht weiß, was man miteinander reden soll. Das heißt, diese, was man häufig dachte, was Freunde sind, Kollegen sind, sie waren vielleicht mehr Arbeitskollegen als wirkliche Freundschaften, die darüber hinaus nicht unbedingt weitertragen. Das heißt, der Freundschaftskreis fällt weg. Es geht mit finanziellen Einschränkungen einher. Wenn man da sich nicht vorher drum gut bemüht hat, wird man auch die in Angriff nehmen müssen. Und es ist natürlich so, ich werde nie wieder am Berufsleben teilhaben. Es ist nochmal was anderes als eine Arbeitslosigkeit, in die ich komme und aus der ich denke, ich werde wieder rauskommen, sondern ich weiß, jetzt ist sozusagen der finale Lebensabschnitt fängt an für mich. Das ist der letzte Lebensabschnitt. Das heißt, ich werde mit meiner eigenen Endlichkeit nochmal in einer Weise konfrontiert, wie ich das im Berufsleben nicht unbedingt bin. Und dann ist eben die Arbeit für viele ein sehr sinnstiftendes Element. Ich werde gebraucht, ich mache etwas Sinnvolles jeden Tag, ich trage zu etwas Größerem Ganzen bei. Und wenn das wegfällt, fällt für viele dieses Gefühl weg, wozu bin ich eigentlich, also tritt das Gefühl hervor, wozu bin ich eigentlich überhaupt noch gut? Ich gehöre jetzt zum alten Eisen. Wer braucht mich hier eigentlich noch? Und das ist schon sehr tiefgreifend, würde ich sagen. Geht es auch um Sozialprestige, dass man das auch verliert, weil das dann an den Beruf gebunden ist? Wie sieht es damit aus? Ist das auch eine Kränkung des Egos? In vielen Bereichen ist das so. Und das braucht man jetzt gar nicht in die Top-Manager-Sparten zu gehen. Also mein Großvater war zum Beispiel Schreiner. Für den war das, der war sehr stolz drauf, Schreiner zu sein. Und für den war das auch ein Sozialprestige. Und wenn das wegfällt, fiel für ihn auch dieses Sozialprestige weg, dass er da als Schreinermeister mit seinen Gesellen im Alltag umgeht. Sondern da war er halt Opa. Ja, und das ist dann auch nicht so leicht zu verkraften, denke ich. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, wie ist es denn zu Hause mit der Frau? Mit der Frau. Gibt es da, das auch gibt, Frauen also, gehen in Pension übrigens. Habe, was ich so gehört habe. Ja, genau. Oder dann mit dem Mann zu Hause natürlich. Genau. Wenn dann beide zusammen in Pension gehen, vielleicht noch schwieriger, wenn sie es dann jeden Tag sehen. Wie sieht das mit der Beziehung aus? Ja.
Also da gibt es auch in der Tat Forschung dazu. Ungünstig scheint es zu sein, wenn die Frau weiterarbeitet und der Mann in Pension geht. Das Umgekehrte scheint weniger problematisch zu sein. Und wenn das Optimum scheint zu sein, wenn beide gemeinsam in Pension gehen. Das ist einfacher. Es scheint einfacher zu sein, genau. Aber das Zentrale ist auch hier, dass die Pensionierung muss wirklich geplant sein. Also da habe ich fast irgendwie so ein etwas Missionarisches, weil das so gut vorbereitbar ist und das viele nicht tun. Auch gemeinsam als Paar muss das vorbereitet sein. Man kann nicht einfach von heute auf morgen zu Hause sein und denken, das wird sich schon irgendwie lösen. Es löst sich nicht irgendwie, das muss man aktiv angehen, auch als Paar. Gut, ja, das haben Sie hoffentlich alle gehört. Jetzt haben wir zwei sehr unterschiedliche Fälle gehört. Auch unter anderem ein Aspekt ist, es ist ein sehr junger Mensch, ein Mädchen, das verletzt wird, eben traumatisiert wird. Auf der anderen Seite der reife Herr, der sich jetzt mit der Pension befassen muss. Inwiefern spielt denn, Herr Landolt, das Alter eine Rolle im Zusammenhang mit der Frage, wie wir denn mit Krisen umgehen? Das ist eine nicht so einfache Frage, um das zu beantworten, weil es sehr darauf ankommt, über was wir reden, oder? Mhm. Das junge Alter hat manchmal den Vorteil, dass man gewisse Dinge nicht abschätzen kann, nicht verstehen kann, oder? Das heißt jetzt zum Beispiel dieses vierjährige Mädchen, das wird noch nicht, wenn es dann im Spital sitzt, daran denken, werde ich mal, wenn ich eine junge Frau bin, einen Freund haben, zum Beispiel. Die Eltern sehr wohl. Ja, ja. Und dafür gibt es wieder andere Dinge, wie zum Beispiel dieses kleine Mädchen versteht nicht, warum jetzt drei Leute es festhalten, wenn es irgendwie eine medizinische Prozedur machen muss, weil es zu klein ist, um zu verstehen, dass man das macht, um ihm zu helfen. Kann man da, wie reagiert man da drauf? Also eben, das ist ja dann etwas, was ja dann zusätzlich traumatisierend sein kann. Natürlich. Also was kann man dagegen tun? Ja, das ist auch nicht so einfach. Es gibt natürlich, oder Sie müssen ja diese Behandlung machen. Und das heißt, man kann aber, und da gibt es auch Studien, die man gemacht hat, und wir haben selber im Kinderspital Dinge geändert, man kann diese Behandlung, wenn man sie kindgerecht macht, wenn man auch Kinder entsprechend vorbereitet, wenn man zum Beispiel auch kurze Narkosen macht bei ganz belastenden Eingriffen, kann man extrem viel Positives bewirken. Und wir haben selber vor 5-6 Jahren eine Studie gemacht und haben gesehen, wie viele von diesen ganz jungen Kindern durch die Behandlung traumatisiert wurden. Und man hat dann das Behandlungskonzept verändert aufgrund dieser Studien. Und jetzt in einer ganz neuen Studie finden wir erstaunlicherweise, und das ist meine Doktorandin, die da unten sitzt, die natürlich ein bisschen frustriert ist, sie findet fast keine Morbidität mehr. Das heißt, die Traumatisierungsquote bei diesen ganz jungen Kindern mit Brandverletzungen, die ist plötzlich sehr viel tiefer. Und die Frage ist natürlich, kein Beweis, das heißt, ist eine historische Kontrollgruppe. Was heißt das genau? Was man gemacht hat, ist, man hat die Verbandwechsel, die man früher nicht, die man sozusagen im wachen Zustand gemacht hat mit Schmerzmedikamenten, die hat man jetzt mit kurzen Narkosen gemacht. Das heißt, die Kinder... Das ist dann schonender. Ist viel schonender, Seele. Oder? Ja. Und das ist natürlich kein Beweis, aber solche Dinge können extrem viel bewirken, wenn wir dann versuchen, die Folgen zu verhindern. Ja. Aber das Alter, das muss man sehr differenzieren. Das war ja Ihre Frage ursprünglich. Das kann man nicht so allgemein sagen, jüngere Kinder haben es einfacher oder ältere und so weiter. Das kommt sehr auf die Situation drauf an, auf die Art der Krise. Oder? Wie ist es dann bei Herrn B., jetzt ein Mann mit Lebenserfahrung, können wir jetzt über die Lebensspanne hinweg gesehen, lernen, mit Krisen umzugehen, werden wir besser mit der Zeit? Ja, nicht prinzipiell, weil es kommt sehr, sehr auf die Krise an, wie Markus Sandoll gerade schon sagte. Man wird nicht einfach prinzipiell besser darin, mit schwierigen Situationen umzugehen. Die sind ja eben genau deshalb krisenhaft und schwierig, weil sie unsere persönlichen Ressourcen überschreiten. Ja. Das heißt, so per Definition habe ich also dann auch die Ressource nicht, damit umzugehen. Wir werden mit vielen Dingen besser, aber die Krise ist ja dadurch eben gekennzeichnet, dass ich damit nicht umgehen kann. Was, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, was Kinder und zum Teil auch noch junge Jugendliche und dann Erwachsene und ältere Personen voneinander unterscheidet und die Krisen unterscheidet, ist, die sind zum Teil
kontrollierbarer und vorhersagbarer. So eine Pensionierung, deswegen hatte ich das auch mehrfach gesagt, die ist vorhersagbar. So ein Unfall ist eben genau nicht vorhersagbar. Das macht ja das Unfallhafte aus. Natürlich kann mir auch im höheren Alter noch ein Unfall passieren, aber viele der Transitionen sind vorhersagbar und sind kontrollierbar. Und wir wissen von vielen Studien, dass umso schwieriger ist mit diesen Situationen umzugehen, je weniger kontrolliert und vorhersagbar sie sind. Also ein anderes Beispiel von einem sehr schwierigen Lebensereignis ist der Verlust des eigenen Lebenspartners oder der Lebenspartnerin im höheren Alter. Und da wissen wir, dass die Trauerreaktionen sehr unterschiedlich verlaufen, je nachdem, ob man sich darauf vorbereiten konnte, ob man wusste, dass dieser Tod kommt und ob man daran auch noch in einer gewissen Weise kontrollierbar teilhaben konnte oder nicht. Plötzliche unvorhersagbare, ja, zum Beispiel Tode des Partners sind sehr, 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 sehr viel schlimmer zu verkraften. Von daher sind die Situationen häufig von der Krisenhaftigkeit her uns wohlgesonnener, sage ich mal, als bei Kindern, die eben damit ja noch völlig in der Luft hängen. Ja, auf der anderen Seite ist es so, dass wir doch bei Kindern die Beobachtung machen, dass wenn sie früh zum Beispiel solche massiven Unfälle haben oder auch andere schwere Krankheiten, die dann zu Behinderungen führen, dass die sich erstaunlich gut dann, wenn das soziale Umfeld und ihre Familie sie entsprechend unterstützt, über das sprechen wir wahrscheinlich noch, dass die sich erstaunlich gut entwickeln, oder? Also, dass dann auch, wir haben zum Beispiel in diversen Studien gefunden, dass der beste Prädiktor, wie es dem Kind im Jugendalter geht, die Familiensituation ist, wie gut die Familie funktioniert, und das zweite das Alter. Das heißt, je jünger das Kind ist und je besser es damit sozusagen lernt, aufzuwachsen und alle kennen es so und so weiter, dass das wirklich ein Vorteil ist. Ja. Also das gibt da auch so Studien. Ist das soziale Umfeld, das Netz, das stabilisiert dann auch, das ist eine ähnliche, federt das auch ab. Was ist denn da das Spezielle dann? Wieso ist das so? Dass das soziale Netz das abfedert. Ja, also im Kindesalter, ich meine, das ist natürlich naheliegend. Kinder sind per Definition abhängig natürlich, abhängige Wesen. Das heißt, die sind, vor allem wenn sie ganz jung sind, sind sie hundertprozentig abhängig von ihren Eltern, oder? Das heißt, sie, wie es den Eltern geht, was die Eltern tun, ist eigentlich das Entscheidende, wie das Kind eine solche Situation übersteht. Und das Kind selber hat noch gar nicht so extrem viele Handlungsmöglichkeiten, wie dann zum Beispiel dieser 65-Jährige, der natürlich auch seine Partnerin und seine Freunde und so hat, aber das Kind ist hundertprozentig angewiesen auf seine Familie und seine Eltern. Und das ist ein großer Unterschied jetzt zwischen diesen verschiedenen Phasen. Oder? Jetzt mich würde noch interessieren, welche Rolle denn die Persönlichkeit spielt. Also offenbar ist es ja so, dass wir doch sehr unterschiedlich auf Krisen reagieren, unabhängig vom Alter auch unterschiedlich damit umgehen können. Was spielt denn die Persönlichkeit für eine Rolle und welche Faktoren der Persönlichkeit helfen uns denn zum Beispiel, mit einer Krise besser umzugehen? Ja, also ich kann schon dazu was sagen. Ich meine, die Persönlichkeitsfaktoren, die sind schon lange, werden die natürlich diskutiert als wichtige Faktoren in Bezug auf die Vorhersage, wie gut man eben auch Krisen bewältigt, wie resilient man ist auch im angesichts von Krisen. Und da gibt es eigentlich die berühmtesten Persönlichkeitstheorien in der Psychologie, sind die Big Five, diese fünf Persönlichkeitsfaktoren. Und da zeigen sich eigentlich, dass der Neurotizismus ist nicht so gut, also wenn man sehr emotional ist, sehr seine Gefühle schlecht regulieren kann, dass das schlecht ist, um Krisen zu bewältigen. Dann ein gewisser Extravertismus ist gut, also dass man auch Geselligkeit und eben auch dann mehr Freunde hat und so. Und dann die Gewissenhaftigkeit, das heißt, das ist positiv, wenn man auch organisiert ist und auch eben so Dinge dann vielleicht auch gezielt anschauen kann. Dann gibt es noch die Verträglichkeit, das ist auch was, dass man kooperativ ist, mit anderen Leuten gut umgehen kann. Das ist eigentlich auch positiv. Und jetzt habe ich noch was vergessen, die Offenheit für neue Erfahrungen. Das ist auch was mir hilft. Wenn ich in einer Krisensituation bin, habe ich ja das Gefühl, ich bin in eine Ecke und komme nicht mehr raus. Und wenn ich dann offen bin, kreativ, neugierig auch für neue Wege vielleicht, dann komme ich eher raus. Also die Antwort ist, die Persönlichkeit spielt eine Rolle.
Und welche Rolle spielt dann zum Beispiel die Intelligenz, Frau Freund? Ist das in diesen Faktoren inbegriffen, die Herr Landolt jetzt erwähnt hat? Muss ich jetzt ehrlich gesagt passen. Ich würde mal annehmen, da Intelligenz immer mit allen guten Dingen korreliert ist, dass sie auch zur Lösung einer Krise beiträgt. Aber ich muss jetzt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du das kennst, passen, wie die Korrelation empirisch ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Also ich weiß nur, vom Kindesalter ist es so, dass die tatsächlich die kognitiven Fähigkeiten, die sind eigentlich positiv assoziiert mit der Resilienz. Und das heißt ja schlussendlich auch der Widerstandsfähigkeit. Aber wie hoch die Korrelation ist, ich meine, das ist immer schwierig zu sagen, aber es ist sicher kein Nachteil, wenn man schlau ist, sage ich mal. Ja, genau. Ja. Aber ich wollte vielleicht noch was dazu beitragen, was jetzt nicht in diese klassischen Persönlichkeitsfaktoren fällt, sondern ich hatte am Anfang schon mal ganz kurz darauf Bezug genommen, dass wir uns unsere Lebensgeschichte ja selber auch kreieren und rekonstruieren. Und da gibt es eben dieses Persönlichkeitsmodell von Dan McAdams, der genau mit sich mit der Rekonstruktion oder dem Narrativ von Krisen beschäftigt. Und der zeigen kann, und das sind wirklich sehr überzeugende Studien, der zeigen kann, dass diese erfahrenen Krisen, wenn man die als Narrativ sieht und ich kann das Negative wenden in etwas Positives, aus der Krise wachse ich, ich kann die Krise nutzen, um eine Einsicht zu gewinnen und die hilft mir dann wiederum dabei, mein weiteres Leben zu bewältigen, unabhängig ob das stimmt oder nicht, führt es dazu, dass diese Person in der Tat besser im Alltag, ich sag mal, funktionieren, dass sie ihren Alltag besser bewältigen und sogar auch, dass sie generativer sind im Sinne von, sie tragen mehr zum Allgemeinwohl bei. Und das ist, wie gesagt, unabhängig davon, ob die Krise so gewesen ist. Also auch bei mir. Das heißt im Prinzip, die Krise an und für sich, die gibt's so nicht. Es ist vor allem auch, also man kann sie, die Wahrnehmung sehr stark beeinflussen, in dem, wie man sie erinnert. Nicht nur erinnert, sondern auch erfährt. Die Krise ist ja nicht eine externe Sache, die mir widerfährt, sondern sie wird dadurch zur Krise, dass ich die Situation nicht bewältigen kann. Mhm. Das heißt, es ist sowieso meine Wahrnehmung der Situation. Es gibt ja nicht da draußen irgendwie so diese objektive Wirklichkeit und dann irgendwie meine Fantasie dazu, sondern es ist ja immer, die Wirklichkeit ist ja immer durch mich gefiltert schon, reagiere ich darauf. Mhm. Ich habe ja keine pure Reaktion auf irgendetwas, sondern ist ja immer durch meine Wahrnehmung gefiltert, durch meine Persönlichkeit gefiltert. Wie gelingt es einem dann, diese Wahrnehmung so positiv, einen positiven Drift zu geben? Das wäre ja dann eben nötig. Also das eine ist eben diese, was McAdams diese Redemptive Life Story nennt, diese Geschichte von, ich wende das Negative in etwas Positives. Das scheint Menschen resilienter zu machen und insgesamt ihren Alltag besser bewältigen zu lassen. Das ist sicherlich ein ganz zentraler Faktor. Einen anderen Faktor, den ich für sehr wichtig halte, ist Selbstkontrolle. Es gibt von der Psychologin Terry Moffitt inzwischen wirklich sehr überzeugende längsschnittliche Studien, dass Kinder auch aus sehr schwierigen sozialen Umständen und sehr negativen Lebensbedingungen sehr viel bessere Chancen haben, besser als Intelligenz übrigens. Es sagt über Intelligenz hinaus vorher, wie widerstandsfähig diese Kinder später sind und wie gut sie auch im Erwachsenenalter dann ihr Leben bewältigen. Was ist denn diese Selbstkontrolle? Ist dieses, dass man eben die Süßigkeit nicht isst, den Marshmallows nicht isst, die einen präsentiert. Das ist die klassische Selbstkontrolle. Ja. Ich widerstehe meinen Impulsen. Aber kann man sowas trainieren oder ist das einfach eine Charaktereigenschaft, die man hat? Es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass das trainierbar ist, dass das ein starkes Kultur- und Erziehungsprodukt ist und dass es auch etwas ist, was über die Lebensspanne hinweg zunimmt. Also wir können Selbstkontrolle lernen. Ja. Sollten wir in dem Fall auch. Auf die Pensionierung vorbereiten, Selbstkontrolle lernen. Ich komme heute moralisch rüber. Positive Geschichten erzählen sollen wir auch.
dass Sie den richtigen Spin finden. Machen Sie das denn auch, Herr Landolt, wenn die Kinder bei Ihnen sind? Wir möchten jetzt darüber sprechen, eben wie lösen wir Krisen, wie gehen wir mit Krisen positiv um? Erzählen Sie dann diesen Kindern auch positive Geschichten oder malen Sie die Zukunft in schönen Farben? Was tun Sie denn? Vor allem auch für die Eltern. Den Eltern müssen Sie auch noch helfen. Sie müssen den Kindern und den Eltern helfen. Eben, was machen Sie denn da? Nicht so einfach. Wir müssen nicht nur den Kindern helfen, oder? Also, was man sicher nicht, man muss jetzt verschiedene Phasen unterscheiden, auch in der Bewältigung dieser Krise oder dieses Ereignisses. Das ist ja nicht etwas, was man nach 2 Wochen bewältigt hat. Und da gibt es je nach Phase auch ganz verschiedene Themen, die wichtig sind. Und am Anfang, wenn sowas passiert, was Sie geschildert haben, da geht es nicht um die Zukunft und so weiter, da geht es mal darum, die nächsten Tage zu überstehen. Jetzt ganz banal gesagt, oder? Und dann kommen, wäre völlig daneben, wenn man jetzt diesen Leuten, diesen Eltern, diesen Kindern irgendwelche rosarote Dinge an die Wand malen würde, oder? Das ist ja zynisch, absolut zynisch, und das wäre auch ein Kunstfehler, das darf man nicht tun. Und dann werden aber im Verlaufe dann dieses Prozesses, wo man sich adaptiert jetzt an diese neue Situation, wird mehr und mehr, und das natürlich abhängig vom Alter des Kindes. Ein 4-Jähriges wird sich nie aus seinem Denken heraus jetzt nicht interessieren, was ist in 5 Jahren. Aber ein älteres Kind wird das sehr wohl, wird das wichtig werden. Und dann muss man das thematisieren und dann wird man das Kind natürlich mit Geschichten konfrontieren, Verlaufsgeschichten auch mit anderen Patienten zum Beispiel in Verbindung bringen. Da haben wir auch Projekte bei uns, wo wir versuchen, auch die Kinder untereinander zu vernetzen, die solche Dinge erleben, weil sie dann eben Kontakt kriegen mit Kindern, die das vor 10 Jahren hatten, auch die Eltern übrigens. Und so bringt man diese Zukunftsperspektive rein. Immer so, dass man nicht irgendwie, man darf nicht so einfach positiv nur diese Dinge an die Wand malen, weil das ist hier nicht so. Wenn man nehmen, dann werden sie auch nicht mehr ernst genommen, sondern man muss wirklich diese verschiedenen Facetten auch dieser Belastung auch zeigen, aber man muss auch zeigen, dass man diese Belastung bewältigen kann und dass das erstaunlicherweise die meisten sehr gut bewältigen. Das ist ja das Interessante. Als ich begonnen habe, vor über 20 Jahren auf dieser Station, da habe ich gedacht, das ist für alle Katastrophe und die haben alle kein gutes Leben mehr. Und je länger man arbeitet, und wir haben auch Studien gemacht, gezeigt, dass man sagen muss, dass 80% wahrscheinlich solche Situationen sehr, sehr gut auf die Länge bewältigt. Und das ist natürlich etwas, was wir dann den Leuten auch sagen. Nicht am ersten Tag und nicht am zweiten, aber mit der Zeit. Und was mich noch wundern nimmt, Sie haben diese Flashbacks genannt auch. Das ist ja was sich unweigerlich, also es stellt sich ein. Wie wird man die los? Ja, wie wird man die? Also man muss mal sagen. Kann man das überhaupt aktiv unterstützen, dass man nicht mehr so belastet wird durch solche Wiederholungsträume, schlechte, oder ist das etwas, was einfach heilt mit der Zeit? Also es gibt beides. Es gibt die spontane Remission, also die spontane Heilung, was die meisten Leute machen. Solche Flashbacks sind normal, auch bei Erwachsenen, oder? Wenn man was Schlimmes erlebt hat, wenn sie fast einen Autounfall gehabt haben oder sonst was Schlimmes gesehen haben, das ist normal in den ersten Wochen. Und dann ein kleiner Teil behält das auf längere Zeit, weil das hat damit zu tun, dass diese Situation, die da passiert ist, sich in ihrem Gehirn eingebrannt hat. Und jetzt immer, wenn etwas sie an das erinnert, irgendein Auslöser, ein Geräusch, ein Ort, ein Geschmack, ein Geruch, irgendwas, dann kommt das. Und dann haben sie das Gefühl, ich bin wieder mittendrin mit der ganzen Angst, oder? Und diejenigen, und bei den Kindern ist es häufig noch so, die können ja Flashbacks nicht so gut kommunizieren, weil sie kein Konzept haben von Flashbacks. Das heißt, wir wissen da nicht genau, was ist, wenn das Kind in der Nacht schreit, hat es vielleicht auch solche Albträume, hat es Flashbacks. Kinder zeigen das häufig auch im Spiel. Also sie haben dann Kinder, die spielen immer und immer wieder zwanghaft dasselbe. Und zwar mehr oder weniger symbolhaft das, was ihnen passiert ist. Und die kommen keinen Schritt weiter. Und das ist dann Aufgabe der Psychotherapie. Diese Symptome, die eben Traumafolgesymptome sind, die zeigen, dass da ein psychisches Problem jetzt entstanden ist. Die muss man dann behandeln im Rahmen von Therapien. Mhm. Und die sind dann abhängig natürlich vom Alter, was man dann macht. Oder? Mhm. Kann man, und das heißt, Sie haben diese 80% genannt, die brauchen dann diese Therapie gar nicht. Das ist gar nicht, also die. Da gibt es einen Selbstheilungsprozess eigentlich. Und
Sogar im Gegenteil, das kann sogar negativ wirken. Also es war ja mal eine Weile so diese Lehrmeinung, man muss sofort nach einer Krise eine therapeutische Intervention anbringen, bis man festgestellt hat, das kann genau solche Flashbacks verlängern, das kann die maladaptiven Verarbeitungsmuster, die natürlichen Bewältigungsstrategien beeinflussen. Beeinflussen, und zwar negativ beeinflussen, sodass man das heute ja eigentlich auch nicht mehr tut. Wir machen das heute so, dass wir ganz früh mit auch wissenschaftlich evaluierten Screenern eigentlich versuchen, die Kinder in zwei Gruppen zu teilen, nämlich in jene, die tatsächlich ein Risiko haben, und mit denen machen wir was, und mit den anderen müssen wir nichts machen, oder? Und das ist eigentlich das, was man anders macht als früher. Früher hat man einfach das Gefühl gehabt, so ein Unfall, und jetzt muss man alles machen, maximal, und dann hat man, das ist nicht nur ökonomisch natürlich nicht sinnvoll, sondern zum Teil eben auch die Leute mit Ratschlägen sozusagen zugedeckt, die gar nicht zu ihren individuellen Bewältigungsstilen gepasst haben. Oder? Was sind denn die Risikofaktoren, die so in diesem Screening angeschaut werden? Also wie zeigt sich das jetzt, ob es Probleme gibt oder nicht? Es ist ganz einfach, man muss gar nicht Risikofaktoren anschauen. Wir haben das auch untersucht, es spielt gar keine Rolle, was es für Risikofaktoren gibt. Sie müssen nur die Veränderung des Verhaltens und der Gefühle in den ersten 5 Tagen nach dem Ereignis messen. Und das sagt alles voraus. Also das heißt, alle diese Risikofaktoren, die gehen dann in die akuten Reaktionen rein. Man muss gar keine Risikofaktoren erheben. Man fragt dann zum Beispiel, hat das Kind mehr Albträume als vorher? Ist das Kind ängstlicher? Ist das Kind anhänglicher? Weint es mehr? Schreit es mehr? Hat es mehr Wutanfälle? Und so weiter. Und diese Veränderung im Verhalten, die alleine genügt, um vorherzusagen, in welche Gruppe das Kind kommt. Das hat uns auch überrascht. Wir haben da noch 100 Risikofaktoren erhoben, aber das verbessert die Vorhersage nicht, erstaunlicherweise. Jetzt hat Herr Landau gesagt, 80% erweisen sich eigentlich als robust der Kinder gegen die Krise. Das ist eigentlich eine Erfahrung, die Sie auch machen in Ihrer Forschung. Wieso ist das so? Eben die Psychologie spricht von Resilienz, eben dieser seelischen, psychischen Widerstandsfähigkeit. Wieso sind wir denn so widerstandsfähig? Also genau wieso? Ich kann eher die Prozesse beschreiben, die uns widerstandsfähig machen. Ich denke mal, also jetzt ganz weit gegriffen, das ist ein Evolutionsargument. Wir hätten ansonsten wahrscheinlich nicht so lange überlebt als Spezies, und da haben die eben diese Widerstandsfähigkeit hatten höhere Überlebenschance. Aber ich denke ja, Ihre Frage zielt vielleicht eher auf die Prozesse ab. Und im Erwachsenenalter zumindest scheint die Motivation sehr, sehr wichtig zu sein. Selbstkontrolle hatte ich schon genannt, die ist auch im Erwachsenenalter noch wichtig. Aber was da wichtiger wird, ist, die ist flexibel mit seinen Zielen umzugehen und gleichzeitig hartnäckig dran zu bleiben. Das klingt jetzt schwierig. Die Balance zu finden, sich klare Ziele zu setzen und die gleichzeitig flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Denn wann genau weiß man, jetzt ist Anpassung und wann ist Hartnäckigkeit? Können Sie das mal finde ich jetzt noch ganz schwierig, mir das vorzustellen. Wie kann ich mir das vorstellen? Na, nehmen wir mal diesen Herrn, der in Pension geht, der vielleicht das übergeordnete Ziel hat, er möchte einen Beitrag zu seiner Gemeinschaft im breiteren Sinne, gesellschaftlichen Beitrag machen. Das hat er durch den Beruf gemacht, und jetzt wäre hartnäckig dran zu bleiben, zu sagen, wie kann ich dieses Ziel, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, nach der Pensionierung leisten. Und da wäre das wäre die hartnäckige Zielverfolgung, und die flexible Zielanpassung dabei wäre zu sagen, etwas anderes zu tun. Und das tue ich zum Beispiel durch Freiwilligenarbeit, durch, ich weiß nicht, Stadtführungen zu machen. Was auch immer es wäre, was die Person vielleicht auch gut kann, sich dann etwas anderes zu suchen oder zu sagen, mein Beitrag liegt jetzt daran, dass ich mich um meine Enkel kümmere. Ich muss jetzt nicht mehr ins Große rausgehen. Vielleicht ist das jetzt mein Beitrag, den ich gesellschaftlich leiste. Und das ist die Flexibilität dran. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Was kann ich tun? Aber dran zu bleiben an dem, was ist mir wirklich wichtig? Was macht für mich ein gutes und richtiges Leben aus? Und da die Balance zu finden, ist eben nicht immer ganz einfach. Aber viele Menschen sind erstaunlich gut darin. Die scheitern, das sind die diese Hartnäckigkeit zeigen ohne die Anpassung an die veränderten Umstände oder das Umgekehrte.
die ständig bei sich verändernden Umständen sofort alles wechseln. Denn die haben dann häufig das Gefühl, dass sie eigentlich mehr so durchs Leben so floaten, als es sich selber zu gestalten. Und das ist für viele Wohlbefindensindikatoren eher negativ. Also man muss Ziele haben, aber man muss sie flexibel handhaben. Sie haben vorhin gesagt, eben jetzt, wenn wir bei diesem Herrn B bleiben, es braucht eine Vorbereitung. Wie kann man sich denn da vorbereiten? Oder was würden Sie dann da angezeigt finden? Also ich würde mir ganz trivial mir überlegen, wie mein Alltag aussehen soll. Das ist sehr banal, aber es ist nicht so banal, wenn man den Alltag dann leben muss. Und das würde ich tun, eben indem ich mir überlege, was ist mir denn wirklich wichtig? Was will ich denn mit den mir verbleibenden Jahren machen? Da muss ich jetzt noch nicht eine Lebensendzeitplanung machen bis sozusagen zum letzten Tag hin, aber so in der vorhersehbaren Zukunft, was möchte ich da gerne tun? Was liegt mir wirklich am Herzen? Und dann, je nachdem, was es ist, zu überlegen, und wie kann ich das erreichen? Und das kann sein, zum Beispiel auch, ich möchte ein lustvolleres Leben führen. Das muss jetzt nicht immer so zielgerichtet im engeren Sinn sein. Das kann sein, ich möchte einfach jetzt auch mal mehr Genuss haben, indem ich in meinem Garten sitze und mir die Blumen anschaue. Also ein ganz banales Beispiel, das muss nicht immer sowas sein wie, ich mache weiter wie bisher. Das kann wirklich auch eine Veränderung sein in dem, was mir wichtig ist. Und da ist natürlich diese Freiheit, die man durch eine Pensionierung hat, eine große Möglichkeit, alles Mögliche auszuprobieren. Ja, man muss planen, muss frühzeitig planen. Ist dann der Arbeitsmarkt, sind unsere Arbeitsumgebungen so gestaltet, dass sie das auch zulassen? Oder könnte man das noch mehr unterstützen? Es gibt ja verschiedene Karrieremodelle auch. Ja. Es gibt große Firmen, die solche Bogenkarrieren ermöglichen, wo man dann abbauen kann, seine Kompetenzen verschieben. Ist das genug ausgebaut? Das ist ein Thema, über das könnte ich jetzt stundenlang sprechen. Ja, die Zeit haben wir nicht mehr, aber Sie können gleich noch etwas kurz sagen. Also vielleicht kurz dazu. Also aus meiner Sicht haben wir ein völlig antiquiertes Arbeitsmodell, Lebensarbeitsmodell mit Einstieg in den Beruf, beruflicher Aufstieg zu einem bestimmten Zenit und dann löst man sich langsam wieder davon ab mit der Pensionierung. Das ist so überhaupt nicht angemessen mehr unseren kognitiven Fähigkeiten, unseren physischen Fähigkeiten. Wir sind Wissensarbeiter zum größten Teil und nicht körperliche Arbeiter, die mit 50, 55, 60 einfach K.O. sind, sondern die meisten von uns arbeiten mit ihrem Wissen, mit ihrem Kopf, mit ihren Kompetenzen, nicht im physischen Bereich. Und man könnte sehr viel flexibler den Arbeitsmarkt so gestalten, das wäre möglich, wäre gar nicht so schwierig, dass man viel mehr Flexibilität hat, zum Beispiel in der Zeit, in der man als junge Familie vielleicht mehr Zeit mit der Familie braucht und nachher wieder voller einsteigen, dann vielleicht, wenn man sich um jemand anderen kümmern muss, wieder mehr auszusteigen, um länger dann insgesamt länger zu arbeiten, aber vielleicht eben nicht 100% zu arbeiten, sondern 50-60%, wie viel auch immer. Das wäre möglich und ich glaube, es würde sehr vielen Personen sehr helfen, ihr Leben besser zu gestalten. Es ist nicht notwendig, dass wir das so machen, wie wir es tun. Das war jetzt einigermaßen kurz. Da Antwort. Gibt es noch Gestaltungsraum bei dieser Thematik. Ich möchte jetzt ein anderes Thema noch anschneiden. Und zwar spricht man ja gerne, gibt es dieses geflügelte Wort, die Krise als Chance. Wenn Sie so an Ihr Umfeld denken, an die Kinder, mit denen Sie arbeiten, an die Familien, ist das eben, wäre das auch zynisch zu sagen, Krisen sind Chancen in diesen Fällen? Ja, ich glaube, wenn Sie das am Anfang sagen, ist das sicher zynisch, oder? Wenn man aber mit den Familien spricht, wenn sie das Gröbste vorbei haben, einige Jahre später, dann ist es tatsächlich so, dass es diese Reifungsprozesse auch gibt. Bei Kindern, bei Familien, es erzählen viele Familien, dass sie zum Beispiel viel enger zusammengerückt sind, dass sie dieses Erlebnis und diese Bewältigung dieses Erlebnisses näher zusammengebracht hat als Familie. Kinder erzählen, dass sie sich stärker fühlen, weil sie so etwas Schlimmes überstanden haben, wird sie nicht das nächste kleine Problemchen sozusagen unter den Tisch werfen, oder? Also diese Prozesse von Reifung und Entwicklung, die gibt es auch bei diesen ganz schweren Ereignissen. Allerdings ist das, die Kurve ist eine umgekehrte U-Kurve. Das heißt, es ist so, wenn man ganz was wirklich extrem Schlimmes erlebt, ist die Chance daran zu reifen ganz klein. Und wenn man etwas ganz Banales erlebt, ist die Chance auch klein, dass man reift. Also, aber so in der Mitte gibt es diese Reifungs- oder Entwicklungsprozesse, die Sie ansprechen, absolut, auch in diesen Familien.
Das heißt, nachher ist man eher gewappnet für Krisen, wenn man so etwas durchgemacht hat. Ja gut, das ist keine Entschuldigung, dass man, also das ist keine Erklärung, dass man solche Umfälle jetzt gut findet. Aber es ist natürlich so, dass wenn man das überstanden hat, dass einige dieser Menschen uns tatsächlich das nachher erzählen, oder? Und dass sie auch zum Beispiel sich nicht durch irgendwelchen, ein Mädchen hat mich kürzlich erzählt, wissen Sie, diese Zickenkriege in der Schule, die interessieren mich nicht, die ist wieder darüber gestanden, oder? Und die hat aber so eine schlimme eigene Erfahrung gemacht, dass die das einfach relativiert hat. Und das ist sicher was Positives, oder? Das gibt's. Jetzt sind Sie ja ganz nervös, Frau Freund. Ja. Oh. Krise als Chance, möchten Sie auch etwas dazu sagen? Ja, also, ich glaube, dass Personen das glauben. Aber ich glaube, es gibt nicht wirklich so viel Evidenz dafür, dass sie tatsächlich wachsen. Also diese Studien zu posttraumatischem Wachstum oder auch Krise als Wachstumschance. Ich glaube, das ist das Narrativ, das wir lieben. Wir wollen, dass Negatives positiv wird. Das ist nicht nur eine amerikanische Geschichte. Und das ist gut. Es ist gut, dass wir es glauben. Es ist sehr gut, dass wir es glauben. Ich glaube, es ist fast notwendig, dass wir es glauben, um damit umzugehen. Aber es gibt einfach auch Negatives. Es ist nicht alles gut. Und man wird auch geschwächt durch Krisen, nicht nur gestärkt. Und wir wachsen nicht nur, sondern wir schrumpfen vielleicht auch in anderen Dingen, weil wir uns manches überhaupt nie mehr trauen, weil wir bestimmte Dinge uns nicht mehr zutrauen. Das heißt nicht, dass die dann traumatisiert sind. Das heißt nicht, dass die in jedem Bereich irgendwie Probleme haben. Aber das muss nicht heißen, dass sie wachsen. Es gibt in einem anderen Bereich der Psychologie dieses Diktum, dass man mit zunehmendem Alter würde man weiser und das käme durch die vielen Lebenserfahrungen, die man verarbeitet. Die Forschung zeigt, wir werden im Alter nicht weiser und auch die negativen Lebenserfahrungen machen uns nicht weiser, es sei denn, wir verarbeiten sie in einer sehr, sehr bewussten Form. Und das gibt es natürlich auch bei Krisen. Natürlich gibt es Personen, und vielleicht ist es dieses Mädchen, das sich sehr bewusst hinsetzt und sich denkt, von diesen Kleinigkeiten lasse ich mich jetzt nicht mehr beeindrucken und die das sehr gut verarbeiten kann. Aber die Norm, glaube ich, ist es nicht, oder wir wissen zumindest noch sehr wenig darüber, ob der Wachstum in uns, in unseren Gedanken liegt oder ob es den wirklich gibt. Und ich wage es zu bezweifeln. Aber es heißt nicht, dass es nicht gut ist, dass wir es glauben. Eben, also es kann ja dann auch ein Beflügeln und ein Motor sein und eine Motivation sein, sich... Aber ich sehe, ja, die Auseinandersetzung mit sich selber, mit Problemen, hilft einem das nicht, persönlich zu wachsen. Das scheint mir doch sozusagen Common Sense zu sein. Man kann auch stecken bleiben. Ich kann mich immer wieder um dieselben Dinge kreisen. Ich weiß nicht, alle kennen bestimmt auch Beispiele von sich selber oder auch aus dem Bekanntenkreis, die immer um dieselben, wo man auch wirklich... Aber dann haben Sie keine Strategien. Dann haben Sie mal zu, aber ich meine nur irgendwie die Probleme zu wälzen, macht es noch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, ich meine, der Punkt ist wichtig, oder? Es gibt tatsächlich nicht eine Gruppe von Leuten, die reifen. Man kann ja auch am Verhalten überprüfen, an der Realität, ob die Leute tatsächlich nur sagen, sie seien gereift oder haben einen Entwicklungsprozess gemacht oder ob sie sich's nur einreden, oder? Und ich glaube tatsächlich, es gibt eine Gruppe, da ist es ein Narrativ und das merkt man aber dann sofort, wenn man hingeht und schaut, sieht man das in ihrem Alltag zum Beispiel, diese Dinge, die sie sagen. Also die Familie, die sagt, wir sind zusammengewachsen. Das kann man beobachten, das kann man sehen. Dieses Mädchen, wenn sie sagt, ich bin robuster, ich lasse mich nicht mehr so schnell auf Kämpfe ein, auf Rivalitäten, das kann man beobachten. Und ich glaube, das sind die echten Reifer. Und dann würde ich auch sagen, da gibt es noch die sich das wirklich einreden. Auch zum Teil wird das eingeredet von außen, weil es dieses Motto tatsächlich gibt, dass man an Krisen eben reifen soll und muss. Und dann gibt es eben Leute, die nicht reifen. Und die haben dann das Gefühl, ich muss auch reifen. Und das sind dann die, von denen sie sagen, die erzählen einfach das Narrativ der Reifung, aber die sind nicht wirklich gereift. Aber ich glaube, das andere gibt es auch. Also das würde ich definitiv aus meiner Erfahrung bestätigen. Ich finde es auch hart, Leuten, die eine Krise haben, auch noch zu sagen, sie müssen jetzt reifen. Ja. Also, ja. Vor allem, wenn sie in der Krise sind. Oder? Ja. Aber haben Sie nicht, Sie haben hatten sowieso nichts von Krisen, oder? Die finden das so. Ich habe ja mit Ihnen über den Midlife-Crisis gesprochen und Sie fanden, das ist etwas vollkommen Unnötiges. Das brauchen wir gar nicht, Krisen. Nein, also natürlich finde ich ein Leben ohne Krisen ehrlich gesagt besser als eines mit Krisen. Ich glaube, man kann reifen, ohne eine Krise zu haben.
Man kann sein Leben bestimmen und in einer Weise, natürlich gibt es immer wieder Fahrnisse, das ist halt das Leben. Das heißt, man sucht sich das ja nicht aus, meistens. Aber ich denke nicht, dass ein Leben ärmer ist, das ohne Krisen verläuft. Insofern denke ich, ja, man muss sich eben mit den Dingen auseinandersetzen, die einem widerfahren im Leben. Das ist so, das ist ein Fakt, ob ich das mag oder nicht. Ich sage ja auch nicht, dass es keine Krisen gibt. Ich glaube nur, es wird inflationär gebraucht, es wird überschätzt und in der Tat glaube ich, dass es die Midlife-Crisis nicht gibt. Aber ein Kind, das verbrüht wird, das ist in einer Krise und die Eltern auch. Also ich glaube nur, wir müssen genau hinschauen, was ist eine Krise und was ist keine Krise. Und man hilft niemandem, wenn man alles zu einer Krise macht, glaube ich. Gut. Wir sind jetzt schon wieder durch. Eine Stunde ist vorbei. Ich habe gelernt, dass es mit diesem Hausrezept Krise als Chance so Probleme gibt. Also vorsichtig anwenden. Ich habe auch, für mich nehme ich mit, das Bild, oder dass wir eigentlich ja grundsätzlich relativ robust sind und Kraft der Evolution anscheinend auch gut ausgerüstet sind, um Krisen zu bewältigen. Was hast du mitgenommen? Ja, ich glaube, es hilft, wenn man sich positive Geschichten erzählt. Das finde ich eigentlich noch schön. Dass man sozusagen man versuchen muss, sein eigener Spin-Doctor zu sein oder jemanden zu finden, der das für einen macht. Warum denn nicht? Und ja, ich glaube schon auch, ich bin ja auf Ihrer Seite, dass wir durchaus auch gestärkt aus Krisen hervorgehen können. Das hofft man ja auch, dass es wenigstens irgendwas Positives hat, wenn man schon drinsteckt und sich da durchkämpfen muss, dass man diese Perspektive vielleicht hat auch. Ja, jetzt wäre es an Ihnen noch Fragen zu stellen. Gerne an unsere beiden Referenten hier. Wer möchte denn noch etwas fragen? Es gibt auch ein Mikrofon. Ja. Hier, der Herr. Ja. Ja. Ich getraue mich also, die erste Frage zu stellen an Markus Landl und meinen Kollegen. Ich denke, was mir immer zu denken gibt, als er die Studie gemacht hat, wo wir gesehen haben, wir waren ja am Anfang häufig der Ansicht, der Unfall traumatisiert die Kinder. Und wir wollten gar nicht wahrnehmen, dass unsere Behandlung die Kinder traumatisiert. Und dann war das hart für uns zu akzeptieren. Und ich möchte einfach, dass du ein Phänomen kommentierst, was dann passiert ist. Nämlich erfahrene Pflegende, seit 30 Jahren da, sind auf einmal erschrocken und haben gesagt, mein Gott, ich habe 20 Jahre lang die Kinder gequält. Wie geht man damit um? Ja, ich glaube... 20 Jahre, die Pfleger Kinder sagen, gequält, sie haben 20 Jahre die Kinder gequält, weil sie gemerkt haben, dass diese Verbandwechsel und so die Kinder... Sie müssen sich vorstellen, diese Kinder sind jeweils in ein spezielles Behandlungszimmer gekommen mit 3 bis 4 Krankenschwestern, je nachdem. Und dann hat man die Verbände gelöst, die haben geklebt, dann musste man das ins Bad tun. Dann hat man diese, ich will nicht weiter erzählen. Danke. Okay, ich will nur sagen, wie schlimm das war, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Pflegenden. Und die Pflegenden können sowas natürlich nur über Jahre überhaupt aushalten, wenn sie sich völlig dissozieren, also wenn sie das abspalten, diese Erfahrung. Und ich glaube, das war das Phänomen. Das heißt, damit die das jeden Tag machen können und funktioniert haben als Pflegende, und sie haben das gut gemacht in diesem Verhältnis, aber sie haben das ausgeblendet. Sie haben dieses ganze Verhalten und dieses Leiden der Kinder ausgeblendet. Und ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir die Kinder während dem Verbandwechsel gefilmt haben. Und das war also fürchterlich anzuschauen. Und das war dann damals auch so, dass wenn man das Pflegenden gezeigt hat, einzeln, dass sie dann erschrocken sind. Also die haben das gar nicht mehr wahrgenommen, weil sie das derart in ihrer Rolle als Krankenschwester derart ausgeblendet haben, oder? Und das war dieses Phänomen. Da würde ich so erklären, ja. Und jetzt werden die narkotisiert, die Kinder, die spüren das dann nicht mehr heute. Ja. Dann macht man genau das Gleiche, aber sie haben diese Schmerzen nicht mehr. Genau. Ja, nicht nur Schmerzen, auch die Angst natürlich. Es ist nicht so, dass es nur Schmerzen sind, sondern die verstehen ja nicht, warum man sie jetzt festhält und warum man an ihnen rummacht. Das verstehen die nicht. Und es war auch die Angst, also das ist beides. Oder? Schmerzen kann man ja behandeln, aber das ist nicht nur der Schmerz. Weitere Fragen? Ich werde mit dem Laser auf die Person zeigen, die noch eine Frage stellt. Achtung! Der Herr da hinten. Da. Achtung! Fang mit den Augen. Mach ich nicht mehr. Das gibt's.
bin ich gut. Ja? Wird man robuster? Zum Beispiel Kinder, die aufwachsen in Bavelas oder in Rumänien, Straßenkinder oder was weiß ich, oder in Afrika, die nie wissen, ob sie am nächsten Tag etwas zu essen haben und so weiter. Sind die dann viel robuster wie wir in unseren Gesellschaften? An wen ist die Frage? An mich? Nein, die werden nicht robuster. Also es gibt heute Studien, die zeigen, dass vor allem diese frühkindlichen Vernachlässigung, Deprivation und all das, dass das massivste Auswirkungen hat auf die Entwicklung des zentralen Nervensystems, auf das Gehirn, auf ganz viele körperliche Funktionen, und die werden nicht robuster. Es gibt aber auch in den Favelas und in diesen ganz schwierigen Umfelden gibt es resiliente Kinder. Und das wissen wir seit der Studie von Amy Werner, die in den 50er Jahren in Kauai, das ist eine Insel in Hawaii, hat die einen ganzen Geburtskohorte, im 55er Jahrgang, 700 Kinder bis sie 40 waren, immer nachuntersucht. Und die hat dann auch genau in diesen schwierigen Situationen, wo die zum Teil leben, hat sie eine Gruppe gehabt von Kindern, die waren resilient. Und das waren jene Kinder, die in diesen schwierigen Situationen stabile Familien hatten und eine gute Bindung zu einer primären Bezugsperson. Also man kann auch in solchen Situationen resilient sein und sich gut entwickeln, aber das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Ja. Da ist noch eine Frage. Ich habe gelesen, im Zusammenhang mit Deep Horizon und mit den Überschwemmungen in New Orleans, dass zum Beispiel sinnhafte Glaubenssätze für die Kinder auch hilfreich sind. Also das heißt, wenn man ein stabiles Umfeld, Familie, aber auch Glaube an Gott oder was auch immer hilft. Ja, das ist so. Diese Studien haben das gezeigt. Diese New Orleans, Katrina, hat man gesehen, dass Kinder aus religiösen Familien, dass das tatsächlich hilft. Der Punkt ist wahrscheinlich nicht per se die Religiosität, sondern die Gemeinschaft, die Kinder haben durch die Religion. Aber das sind verschiedene Meinungen, warum das wichtig ist. Aber diese Religiosität ist immer auch verknüpft mit einem sozialen Kontext, wo sie sich mit anderen Leuten treffen, wo sie unterstützt werden. Und wenn man Religiosität so versteht und nicht nur als Glaube an Gott, in Anführungszeichen, sondern auch diesen sozialen Teil, dann ist das sicher so. Das zeigen die Studien. Das ist positiv, ja. Aber das Soziale, das ist wirklich eine extrem wichtige und also das positive Soziale. Unsere zweite Publikation hieß Family Impact Greatest. Mhm. Der Familieneinfluss ist der wichtigste. Also spielt keine Rolle, ob man 50% verbrannt hat oder 5%. Das ist alles irrelevant, wenn die Familie gut ist. Mhm. So brutal ist es. Mhm. Es zeigt auch aber, dass wir da was tun können. Ja. Weil das die Familie kann man beeinflussen. Ja. Das ist übrigens nicht nur bei Kindern so, sondern soziale Umfeld spielt über die gesamte Lebensspanne eine ganz zentrale Rolle. Jetzt nicht als Krise, sondern Einsamkeit ist mit früherer Mortalität, also Morbidität sowieso verbunden, aber auch früherer Mortalität und spielt von daher immer eine Rolle. Und es gibt Studien, die zeigen, dass man zumindest eine enge vertraute Person haben muss, spielt dann gar nicht so eine Rolle, wie groß ansonsten das Netzwerk ist, aber wenn man nicht wenigstens eine Person hat, der man sich wirklich nahe fühlt und der man vertrauen kann, scheint das ziemlich schwierig zu sein, psychisch zu verkraften. Also bei den Kindern ist natürlich noch diese ganze Abhängigkeitsgeschichte auch da. Das ist nochmal was anderes, aber es spielt über die gesamte Lebensspanne wirklich eine ganz zentrale Rolle. Also das geht nicht weg. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann wären wir am Ende des heutigen Talk im Turm. Vielen Dank unseren beiden Referenten hier, Frau Freund und Herr Landolt. Vielen Dank Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Der nächste Talk ist am 8. Juni. Das Thema dann, Licht, die Quelle der Erkenntnis. Ich wünsche Ihnen bis da eine möglichst krisenfreie Zeit. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.